Die Kollegin Krellmann hat für die Fraktion Die Linke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, alle großen deutschen Unternehmen sind mittlerweile europaweit tätig. Von daher ist auch absolut richtig und notwendig, dass die Rechte genau in diesen Unternehmen auch gestärkt werden. Auf der einen Seite die Profite der Unternehmen, die mittlerweile auch europaweit erwirtschaftet werden, und auf der anderen Seite die Beschäftigten, wo es darum geht, ihre Einkommens- und Arbeitssituation zu schützen. Und das passiert über europäische Betriebsräte. Es gibt immer wieder Beispiele, wo es genau in die Richtung gegangen ist, wo die Interessen von Arbeitnehmern genau in diesen europaweit tätigen Betrieben massiv eingeschränkt und geschädigt wurden. Ich will ein Beispiel nennen. Nokia, das ist noch gar nicht so lange her, 2008 wurden von 2.300 Beschäftigten und 800 Leiharbeitnehmern, ich sage nochmal 800 Leiharbeitnehmer, der Betrieb geschlossen in einem ganz renommierten Handyhersteller Nokia. Jeder Zweite hat ein Nokia-Handy in der Hand und hat mitbekommen, was da im Grunde passiert ist. Der Grund: in Rumänien waren die Löhne billiger. Und der Betriebsrat und auch der europäische Betriebsrat hatte zu der Zeit im Grunde keine Informationen erhalten und war nicht ausreichend beteiligt worden in dem Konflikt, als es um so viele Arbeitsplätze ging, plus die Personen, die dann noch weiter mit dazukommen im Umfeld, die eben auch davon betroffen sind. Immer wieder werden europaweit Arbeitnehmer ausgespielt gegeneinander und immer ist dann von Arbeitsplätzen die Rede. Aktuell gibt es ein Beispiel aus Niedersachsen, das heißt Alstom. Alstom LHB, und LHB steht für Linke Hoffmann Busch. Das ist ein altes, renommiertes Unternehmen hier bei uns in der Bundesrepublik mit Sitz in Salzgitter. In diesem Betrieb sollen 1.400 Stellen im Rohbau abgebaut werden. Das sind die Hälfte aller Beschäftigten. Der Standort in Salzgitter ist massiv gefährdet, weil im Grunde, wenn so viele Arbeitsplätze abgebaut werden, ist die Frage, kann dann der Rest des Betriebes noch bestehen, um entsprechend auch weitergeführt werden. Deutschlandweit sollen bei Alstom, französisches Unternehmen, 4.000 Beschäftigte in verschiedenen Betrieben abgebaut werden. Der Europäische Betriebsrat hat in dem Zusammenhang keine Möglichkeiten zu erzwingen, dass entsprechend auch Alternativen von ihm aufgegriffen und umgesetzt werden. Im Grunde, die Konzernleitung verweigert bisher über Ausflüchte, sich einer Strategie der Verhinderung des Stellenabbaus in den Betrieben auch zu stellen. Im Grunde fehlt es den Arbeitnehmern an rechtlichen Mitteln, Informationen zu erzwingen und eine Unternehmensleitung dazu zu zwingen, auf ihre guten Angebote auch entsprechend einzugehen. 1.500 Euro, wie von der Regierung vorgeschlagen, sind Pillepalle. Das zahlen die wirklich rein aus der Portokasse. Wir wollen im Grunde ein Gesetz, das die Initiativrechte der europäischen Betriebsräte bei Standortverlagerung nicht und bei der Sicherung der Arbeitsplätze für die Beschäftigten stärkt und dass nichts mehr entschieden wird gegen die Menschen. Wir wollen eine Mitbestimmung über das, was, wie und wo produziert wird, im Interesse der Menschen an den verschiedenen Standorten. Die Europäische Linke wollen eine Mitbestimmung in die Frage, was wo produziert wird. Und wir fordern im Grunde die Stärkung der Rechte des Europäischen Betriebsrats, nicht nur durch eine Revision einer Richtlinie, sondern dass man komplett überlegt, was man tun kann, um Arbeitnehmer zu stärken. Unternehmen sind global tätig und werden es auch weiterhin sein. Die gleiche Position müssen wir Arbeitnehmern verschaffen, damit sie in der Lage sind, auf Augenhöhe mit den entsprechenden Unternehmensleitungen zu reden. Wir werden als Linke dem Gesetzesentwurf der Regierung nicht zustimmen, sondern werden uns enthalten. Wir werden dem Gesetzesentwurf der SPD zustimmen, weil wir das richtig finden und einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank.